Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zur heutigen Demo. Heute spielen wir die Demo zu Quacks Like Us, zusammen mit den beiden Jungs von Akadai, das heißt einmal dem Sven und dem Yannick. Ja, ich will mal ganz kurz erklären, worum geht's in Quacks Like Us. Wir sind Diebe, die in einen Tempel, in eine Bank oder sonstiges einbrechen und versuchen müssen, so viel wie möglich mitzunehmen und zu unserem Van zu bringen. Wir stapeln die Sachen aufeinander und je höher man den Stapel hat, desto mehr Geld kriegt man. Wer am Ende das meiste Geld hat, das könnt ihr oben links immer sehen, auch mit Namen drüber und Farbe, der hat dann am Ende gewonnen. Man hat aber verloren, wenn man nicht am Ende der Zeit, die ihr oben rechts gerade sehen könnt, nicht im Van ist. Dann hat man direkt verloren, dann hat man keine Punkte. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß mit dem Video. Es war auf jeden Fall eine irre witzige Zeit, die wir zusammen hatten dort. Okay. Wie macht denn man Geld? Einfach die Sachen nehmen und zum Van bringen. Ah, okay, alles klar. Aber aufpassen, das ist auch teilweise ein Balanceakt. Und da in diesem Riesentresor, da ist der Money-Schatz drin. Aber der ist entweder da, wenn die Wachen alle weg sind, oder nach einer bestimmten Zeit. Du kannst übrigens andere Leute auch mit den Items abwerfen oder dashen und ihnen die Items wegnehmen. Okay. Nein, tust nicht! Am Ende der Zeit musst du. Du musst am Ende der Zeit in dem Van sein. Nein! Mein Auto. Alter. Nein, meine schönen Sachen. Gib her. So, wer hat den Amboss auf mich geworfen? Sven. Wer hat den Amboss geworfen? Der kriegt jetzt die dunkle Rache. Aua. Nebenbei, die Wache können wir auch mitnehmen. Wenn man sie trifft. Ich will schon immer ein Haustier. Meiner. Nein! Das ist Nenn dich jetzt Pokémon. Nein. Das ist mein Pokémon. Der hat mein Haustier geklaut. Hilfe, Amboss. Wer gewinnt gerade? Momentan du. Ah, okay. Hilfe. Klassiker. Hat geklappt. Henning, nein! Danke, Sven. Ehrenmann. Verdammt, hab nicht getroffen. Danke, Sven. Alter! Danke! Wissen wir das? Ach ja, dieser Kaffee hier oben, der beschleunigt euch eine gewisse Zeit. Das ist so ein Balanceakt. Hilfe! Sven, spielst du mit? Ja, warte, ich hab hier gerade ganz viele Sachen. Nein! Der will einer meinen Megaschatz klauen. Ey, diesen Löwen hab ich hier hingetragen, das ist meiner, nein! Hör auf! Danke, Sven! Danke! Danke, Sven, fürs Tragen! Danke. Alter! Ach ja, Yannick, wenn du diese Türen spawnst und drauf gedrückt hältst, dann kannst du die selber drehen. Svenny! So, Big Schatz ist da! Meiner! Nein, Yannick! Ich muss das nach Hause bringen! Das da ist meiner! Der bringt 10.000! Geht weg! Nein! Komm, gib her! Bitte, gib das doch her! Nein! Ja! Sven! Das hat sich die letzte! Wahrscheinlich gesehen. Das werden wir sehen. Nein. Alter. Easy. Wer ist noch erster geworden? Ich. Ich auch. Win with 0. Ja, genau. Easy erst. Man musste bestimmt im Van sein am Ende, oder? Du musst am Ende im Van sein, ja. Ah, okay. Verdammt. Wenn du nicht in den Van gehst, dann hast du verloren. Ah, okay. Also haben wir also okay. Alle gewonnen, bzw. alle verloren. Ja, weil wir alle keine Punkte hatten, keiner war im Van drin. Aber Sven hat mir noch die 10.000 Punkte geklaut. Achtung, Gorillas. Können wir die auch mitnehmen? Ja, vom Prinzip her kannst du alles mitnehmen. Wie soll man an den Tresor da oben links drankommen? Über den Knopf?
Da steht eine 3 drauf. Muss ich 3 Sachen tragen, um das zu aktivieren? Hä? Ah, so krieg ich den Tresor. Warum kann ich den Löwen nicht tragen? Aua. Du musst ihn erst K.O. schlagen. Nee, den Löwen. Ich komme irgendwie nicht hier, die Löwenstatue, ich komme irgendwie nicht weiter. Du musst auch nach rechts. Nein, ja, ich glaube mit dir. Mein Tresor. Dann lauf ich mit dir nach rechts. Hä? Ich kann nur nach oben und unten laufen. Warte mal. Ich wollte mal gucken, ob. Ja, warte mal eben. Ich probier's mal. Hauptsache, ich hab meinen Tresor. Den hab ich mir erarbeitet. Wieso bringt der nur 50? Nein! Nein! Dieser Ich würde reinwerfen. Warte mal, ich will wissen, wie viel bringt der Gorilla. Oh, der bringt viel. Yannick! Geht weg! Yannick, jetzt hör mal auf! Geht weg, ihr Halunken! Geht weg! Nein! Gorilla, mach auf! So, jetzt reicht's. Hier kommt keiner mehr durch. Nein, ich hab mir selbst den Weg verbaut. Kostet das Geld, wenn man die Sachen da unten macht? Soweit ich das gesehen habe, bisher nicht. Ja, Nick. Bitte. Bitte lass mir das. Bitte, nein! Ich will das haben. Ich will doch nur Geld. Ich will nicht letzter sein. Komm, der läuft einfach so durch. Svenny! Ja, mach mal hier. Oh, die eine Vase bringt 750. Hm. Hör auf! Ihre? Meins, meins? Nein! Janik wartet auch nur wie ein Geier. Nee, ich muss gerade was machen. Warte, bin gleich wieder on. Ach, jetzt bin ich on. Alter! Ich bin wieder da! Ah, Hilfe, Gorilla! Das ist genial, ich und der Gorilla haben uns gegenseitig geschlagen. Oh! Ach, kostet doch viel. Ich bin einfach im Auto. Das Big Money ist oben gerade verfügbar. Nee, das schaffe ich nicht. Bitte, wach doch auf! Da oben wäre ein großer Schatz, aber ich glaube, den kriegt keiner. Schön, dass Sven mit seinen 100 Dollar noch im Van war. Ich an deiner Stelle jetzt noch versucht. Nö, ihr kommt dann eh wieder an. Weißt du, ich mach die ganze Arbeit und ihr kaut mir dann einfach mal geklaut. Das wäre wieder ein Spielsystem, wie du verstehst wie ich. Dann kann ich ja nicht. Ich hab meinen Preis. Ich hab einen Hühnerkopf freigeschaltet. Oh, jetzt geht's in die Mine. Oha. Hier muss das Big Money sein. Ich sehe den Altrum, das da hochzutragen. Janik und ich haben denselben Plan. Erstmal die Steine alle abgeben. Shining. Das sind die Steine. Ehre. Geh weg, meins. Nein! Meine Steine. Nein! Nichts, wenn ich verhindern kann. Ich bin Geologe, ich darf das. So, jetzt reicht's. Ja, du sagst ja. Das ist aber sehr nett. Ey! Das war ja, für mich! Nee, da stand nicht dein Name drauf. Aber war nett, das für uns rüberzuwerfen. Nur nicht für. Oh, da ist das Item, das ich brauche. Komm, jetzt hebt das doch auf. Ich hab mir selbst den Weg verbauert. Ich komme jetzt zum Van. Ich hatte dasselbe Problem und Janik steht da wie ein Geier. Ihr müsst erst vorbei als ultimativer Huhn, ja?
Ich hab den Plan. Eine Fledermaus hab ich gekillt. Nein, das Item hat nichts gebracht. Papa. Abis, ich hab das Huhn getroffen. Wofür ist diese Seele Rauch da? Ist eine Rauchwolke. Damit man nichts sieht. Also die vier Dinge unten links kann man dann auch ändern? Ja, einfach draufdrücken. Muss aber vor der Runde machen. Ja, okay, also, okay. Ich hoffe einfach mal, dass du auf Schwend fixiert bist. Oha. Ja, weg! Nein, ich hab's nicht eingesammelt. Das scheiß Auto. Okay, es gibt nur eine Hoffnung. Ja. Ich hol's mir. Geh weg, Schwen. Nein! Schwen, gönn's mir. Jetzt hab ich das Ding auf! Ciao! Nein! Jetzt gib das doch her! Nein! Kommt rein, Leute! Nein! Die Fledermaus hat mich noch gekriegt! Nein! Nein! Hast du auch noch einen Bonus gekriegt, wenn du als einziger drin warst? Level gibt es noch. Okidoki. Es gäbe auch noch so mehrere Spielmodus, wie zum Beispiel Team, aber ein Team aus drei Leuten? Easy. Oh, das ist nice. Du bist in Ruhe. Wir sind hier gefreut, der Hai. Wie kommen wir an den Hai dran? Ah, der muss hier oben sein dafür. Hallo, ich wollte den Hai. Verdammt. Ach, du kannst die Dinger auch in das Teil einfach reinwerfen. So, ich hab den Mega-Schatz. Nein, warum wirft er nicht? Nein! Das Spiel ist halt hühnerfreundlich. Aua! Warum denn nicht auch ihrenfreundlich? Ich trage doch schon extra den Hut. Nein, Jannik, nein! Jannik hat doch viel... Shining, nein! Er hat doch viel mehr Sachen. Shining, ja! Über dieses Eis. Oh, Schwen, gib her. Nein. Oh, Jannik! Hauptsache der Big Price. Eine Spende, bitte! Eine Spende! Jetzt hebt das doch auf! Was macht denn der Telefon? Ach, hier kommen Items runter, gedingens. Ja. Das ist offenbar das Besondere am Meereslevel. Und da in der Höhle ist so ein Kaffee, damit werdet ihr schneller. Oh, das Ding muss ich durchbringen, 4000, ja! Nein. Die Tür machst du übrigens kaputt, indem du gegen das Yannick. Okay. Brauchen aber so ein paar Schläge dafür. Sven! Ja, Alter, Yannick! Ich sehe schon, dass das in so Dreier- oder Vierer-Teams richtig lustig werden könnte, das Spiel. Yannick, wir können drüber reden. Nein, ich kann nicht mehr. Au! Hauptsache Erster! Ich will den Hai! Oh. Den musst du abwerfen. Oh, was? Da kommt was runter. Nein, nein, nein! Ja. Nein, ich liege auf, als auf mir drauf gefallen ist. Shining, nein! Shining, ja! Yannick, nein! Shining ist das war jetzt, ich hatte es zuerst! Ich hab's reingeworfen! Ja! Verdammt! Endlich kann ich auch meine Runde. Ich nein! Ich bleib jetzt da drin. Das Huhn hat jetzt auch mal sein Fett weggekriegt. Hat nichts mehr gebracht. So, warte. Hai erschlagen? Schade. Ach.
Ja, das war nur, wie für alle vier Level, die verfügbar waren. Ja, geil. Aber da ist noch ein anderer Modus, den könnte man mal ausprobieren. Last Cook Standing. Da muss man die anderen niederschlagen. Wie niederschlagen? Ja, du hast nur 6 Leben. Ja, aber was zählt denn zu niederschlagen? Wirklich nur mit Sachen oder ist das auch schon niederschlagen? Okay, ja, das reicht auch schon. Das reicht schon, offenbar. Also lass ich mich einfach mal da kurz raus. Warte, dass ihr euch verprügelt. Diesmal muss man sich einfach nur gegenseitig K.O. kriegen. Gegenseitig K.O. geschlagen. Und Sven bringt direkt ein Auto mit. Ich hab einen Wachmann. Halt's auf, Janik! Halt's auf! Ich hab einen Wachmann. Denk es raus. Los, Wachmann, Attacke! Ja, ich hab's aber gerufen. Daneben. Ah, man kann nicht in den Van rein. Oh, gerade so durchgedasht. Gut, dass ich mich rausgehalten hab. Jetzt habt ihr nur einen Weg. Ich geb alles. Ich hab ihn. Alle aufs Huhn. Komm her! Ja, ihr habt euch gegen euch gegeben. Ja! Gewonnen. Ich bin nicht Letzter. Ich bin auch nicht Letzter, ja? Nee, auch nicht. Zweiter ist nicht Letzter. Also ich fand das mega lustig. Leute, das war's dann mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Besucht natürlich auch die beiden Jungs von Akadari. Ist in der Beschreibung verlinkt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!